Sobald es hell ist, beginnen Hagenbecks Gärtnermeister Frank Fuchs und sein Team mit dem notwendigen Baumtausch im großen Tigergehege. Die Krone einer 15 Meter hohen und 6,5 Tonnen schweren Eiche war auseinandergebrochen und musste aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Auch Tigerpatin und RTL Nord-Moderatorin Linda Mürz hat sich die Zeit genommen, um die Umdekoration im Spielzimmer ihres Schützlings Vitali zu beobachten. Während die Gärtner die neue Eiche in das Außengehege gebracht haben, verbringt Familie Tiger gemeinsam Zeit im benachbarten Mutter-Kind-Gehege. Noch vor der Öffnungszeit des Tierparks durfte Patentante Linda die Tiger mit einer Pinzette füttern und ist begeistert. Also so nah wie heute war ich noch nie dran. Und es ist total faszinierend, weil man wirklich aufpassen muss, man vergisst, dass es Raubtiere sind, weil die so klein und flauschig und süß aussehen, dass man den Impuls fast hat, einmal zu streicheln und mit der Hand ranzugehen. Oh, ich habe gehört, dass so zwei Papprollen schon ausreichen, um 6 große Tiger zu beschäftigen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also manchmal sind es die einfachen Sachen. So eine Papprolle reicht völlig aus. Also, vor allem die Kleinen finden sowas ganz toll. Wie bei Kindern. Genau, wenn man das wird kaputt so gemacht und die packe ich jetzt gleich mit auf der Anlage drauf. Bevor die 6 Tiger ihr verschönertes Gehege inspizieren, checken die Tierpfleger noch einmal die Sicherheit des Reviers. Dann geht der Schieber auf. Und selbst Jascha, der wie immer voranstürmt, beschnuppert den neuen Spielbaum eher zurückhaltend. Auch die sonst so forschen Tigerwelpen reagieren skeptisch auf den Baum und auf die mitgebrachten Papierrollen. Ja, also der neue Baum, das wird halt leider Zeit, dass wir den einmal austauschen. Der alte ist halt durch die Witterung ein bisschen morsch geworden. Da haben schon viele Pilze drauf Platz gefunden und also das war nur noch eine Frage der Zeit, dass der auseinanderbricht. Und ja, praktischerweise ist durch den einen Sturm einer gerade umgekippt und wir hatten dann die Möglichkeit, den dann auch wirklich auszutauschen. So, der neue Baum, der dient zum einen natürlich zum Kratzen, der dient als Aussichtsplattform für die Tiger. Vor allem Maruschka und Jascha klettern sehr gerne ein bisschen höher. Dann haben die halt hier einen schönen Überblick über den ganzen Tierpark. Im Freiland sind die Tigermännchen ständig dabei, ihre Reviergrenzen zu markieren. Das geschieht entweder durch Kratzspuren, Kot oder Urin. Bei so vielen neuen Duftspuren im Gehege muss Jascha auch hier erst einmal seine eigene Duftmarke setzen, um Eindringlingen zu signalisieren, das ist alles meins. Außenseiter Vitali geht gern seinen eigenen Weg. Nicht nur seine Patentante, auch sein Tierpfleger haben ihn längst ins Herz geschlossen. Er ist eben ein echter Charakter. Doch wie beurteilt Tobias Taraba die Leistung der beiden Patinnen? Ja, mit unseren Patinnen bin ich sehr zufrieden. Die bringen ja auch immer schöne Sachen mit für die Kleinen. Und auch die Großen, die haben natürlich auch ein bisschen Spaß dran. Von daher bin ich da sehr zufrieden mit allen. Vorerst sind die Tiger gut beschäftigt. Doch bald, so hoffen Tierpfleger und Patinnen, kommt der erste Schnee. Mal sehen, wie sie dann reagieren.